Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, ja, wir waren in der letzten Folge hier, haben wir hier die Autobahn fertiggestellt. Ich hatte ja festgestellt, dass wir hier, dass wir hier uns zugebaut haben. Aber, naja, wir mussten es dann halt so regeln, wie es hier jetzt ist, ne? Wegen dem fetten Autobahnkreuz. Gut, es sind jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich wieder ein paar Stunden vergangen, was SimCity 4 angeht. Ja, ich wusste einfach mal... eine kleine Pause war angesagt. Und ja, von daher alles kein Problem. Gut, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte hier ein paar Bäumchen reinmachen, ne? Genau, dann machen wir das doch einfach mal. Einen kleinen Stadtwald hier. Weil da steht die Assort drauf, wie ihr hier seht. Also Umwelt ist ja wirklich kritisch zu sehen hier. Bei SimCity 4. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir mal unsere Expansion hier fort. Ihr seht es schon, ne? Die Gebäude, die kommen nach wie vor wieder rausgesprossen. Und ich würde vorschlagen, dass wir hier einfach weitermachen. So, ihr kriegt eure Monorail Station. Ah, schaut mal, und da kommt doch schon wieder was Großes hier. Und ihr kriegt natürlich noch eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station. Na, das ist ja ganz klar für euch hier. So, dann... Wie gesagt, also... wir haben Glück gehabt, dass wir hier... Oh, wartet mal. Das ist gar nicht verbunden hier. Warum ist das gar nicht... Warum ist das nicht verbunden? Wir haben Glück gehabt, dass... wow. Dieser ganze Bereich keine U-Bahn-Station. Ja, das ist der Flughafen. Wir haben Glück gehabt, dass wir die Autobahn noch ummodeln konnten hier. Dass wir nicht hier eine Sackgasse haben, weil das wäre schlecht gewesen tatsächlich, ja. Bandagen los. Okay, das können wir regeln, das ist kein Problem. Dann baue ich euch einfach nochmal ein Ärztezentrum nochmal hier so hin. So. Und kann man die Straße hier drüber machen? Leider nicht. Okay, egal. Und schon hören sie auf zu streiken, weil sich die Patientenlast aufteilt. Genau. Genau, 3000 hier, richtig. Und ja. Wie gesagt, dann machen wir einfach mal weiter. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja. Wir haben das letzte Mal tatsächlich Hightech-Industrie gebraucht, ne? Die Leute wollten Hightech-Industrie haben beim letzten Mal. Und ganz lustig, wir mussten die Steuern senken. Tatsächlich, ja. Das wollten die Leute tatsächlich so, beziehungsweise ja. 1, 2, 3, 4, 5. So, weil, ja, Steuer senken. Weil die Nachfrage plötzlich weg war. Und, das ist ein bisschen doof gewesen. Aber hey, nicht weiter schlimm. So. So, dann machen wir jetzt hier nochmal 4x4. So, und dann einmal schön hier verbinden. Dann kommt hier vorne noch ein 3x3 hin. So. Sehr gut. Das heißt, hier können wir auch wieder mit Wohngebieten expandieren. Weil die Einrichtungen sind vorhanden. Oder? Ja, Schulen brauchen wir hier. Moment, wir brauchen Schulen hier, oder? Bildungseinrichtungen. Große Grundschule. Ja. Nee, es geht noch, es geht noch. Okay. Oh, die haben kein Wasser. Warum habt ihr kein Wasser? Ist das jetzt tatsächlich? Wartet mal. Guck mal bitte. Tatsächlich, wir müssen Wasser nachkaufen. Oh, ja, dann sagt mir das doch mal. Können wir natürlich gerne tun. Und dann können wir auch hier... Energie passt erstmal. Den Müll weiter exportieren. 3067. So. Dann habt ihr auch wieder Wasser. Und
Oh, ich muss so kurz dies. Oh, Gottes Willen, Gesundheit. ja. Es kommt halt natürlich auch mal immer mal wieder vor, ne? So, 4x4, schön. Muss so ein U-Bahn rein. Ah, läuft. Läuft. Ja, U-Bahn-Station. Auch hier vorne. Ah, kann man hier vorne hin machen. So, da vorne noch eine Bushaltestelle hin, die schön mit der Autobahn verbunden ist. Ja, wobei in der Kurve bin ich mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Oh, da ist ein Auto. Wer war das? Wer war das? Wer baut hier Autounfälle, Mensch? Ja gut, das sagt uns aber, dass hier viel Verkehr ist. Dann bauen wir hier doch einfach mal eine U-Bahn-Station hin. So. Und, genau, dann machen wir jetzt hier nochmal ein 3x4-Gebäude schön rein. Genau, so will ich das haben, liebe Freunde. Hier noch schön Parks. Und nochmal ein paar Bäumchen. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Ganz genau. Schön die Luftverschmutzung einsaugen. Weil ihr seht, Luftverschmutzung. Wie gesagt. Also es ist ja nicht ganz machbar. Ne? Aber, wow. Es ist schon okay so, finde ich. Also es ist wirklich schon in Ordnung so. Und wartet mal, machen wir einfach mal jetzt mal hier einfach mal quer mitten rein hier. So. Jetzt war hier die Luftverschmutzung. Die sollte eigentlich, ja, die geht runter, die Luftverschmutzung. Geht aber wieder hoch. Also ich sehe jetzt nur die Bäume, die bringen nur bedingt etwas. Aber wie gesagt, gelb bis hellorange bei so einer großen Stadt Luftverschmutzung ist schon okay. Also da kann man nicht meckern. So, jetzt kommen auch die Leute wieder zugezogen. 620.000 Einwohner. Auch dank der Steuersenkung, die wir hier gemacht haben. Tatsächlich, ja. Wir haben die Steuern gesenkt beim letzten Mal. Habe ich ja gerade schon erzählt. Ich weiß. Ach, sorry. Es ist einfach. So, was habe ich beim letzten Mal noch festgestellt? Ich glaube, wir mussten ja hier nochmal Monorail hinmachen. Genau. Mach das mal so. Weil ich glaube nämlich, dass die genau hier durchpasst. Ne? Dass das genau hier... Ja, guckt euch das an. Wir können die genau hierzu verbinden. Ha! Ist das nicht gut? Ist das gut oder ist das gut? So, das heißt, wir können hier auch wieder ein Kreuz reinmachen. Wobei, wartet mal. Das ist mir gerade ein bisschen zu... ein bisschen zu wenig Platz hier. Aber... ja, gut, ich meine, dann füllen wir das jetzt erstmal mit Jobs aus. So, ich würde nämlich Jobs hier hinbauen. Oder wartet mal, wie sieht die Nachfrage nach? Wie sieht da das Verhältnis zwischen Einwohnern und Jobs jetzt aus? Sollte eigentlich jetzt die Waage sich halten. Ja, mach mal gucken in die Region. Jetzt haben wir mehr Einwohner als Jobs. Schaut euch das an. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können wieder Jobs generieren. Das finde ich gut. Weil Gewerbe baue ich irgendwie am liebsten. Weil das ist einfach so, ja, baut sich so richtig schön schnell auf hier. So, dann ziehen wir mal die Straße weiter runter, die Monorail nach an den Rand. So, und dann können wir hier, ja, Gewerbejobs reinmachen. So, dann ist jetzt die Frage... Machen wir die direkt neben Wohngebiete? Nee, ich denke mal nicht. So, machen wir am besten so und... So, ah, verdammt. So, und so. Genau, dann können wir hier nämlich schön an die Seiten Gewerbegebiete hinmachen. So, Jobs. Jobs für euch hier. So, dann machen wir das doch.
Und ja, wie gesagt, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier natürlich. Bei SimCity 4 wieder. Wie es hier weitergeht mit unserer schönen, schönen Hauptstadt tatsächlich. Jawohl. Und ja, was machen wir denn? Oh, schaut mal. Hier können wir noch ein schickes 3x4 Gebäude reinmachen. Hier. Hier auch. Machen wir es hier auch? Nee, lass mal. Hier können wir theoretisch eine Feuerwehr reinmachen, ne? Wenn es gebraucht wird. Nö, wird nicht gebraucht, weil wir es hier oben dabei haben. Okay. Gut. Dann bauen wir euch nochmal ein paar andere Sachen hier hin. Ja, 2x2. Ist okay, denke ich, wenn es jetzt 2x2 ist. ein bisschen was. Ja, ihr seht ja, da kommen ja auch Riesengebäude raus. Also von daher. Ah, ist das herrlich. Ist das geil, Freunde. So, schöne Bushaltestelle. Und ihr seht's, ne? Scheißegal, dass es 2x2 ist. Es kommt trotzdem was Großes. Was ist das denn hier schon wieder? Hä? Wer zum Teufel fährt hier wie eine besoffene Sau? Nee, das geht aber mal gar nicht. Wow, schau ich das an hier. Station 9 Frankenarchy Tower. Das sind Büros, ja, Büros, sehr schön. Was, da ist mir gerade ein Geschenk? Nein, kein Geschenk. Okay, wunderbar. Was wollte ich als nächstes machen? Genau, Monorail-Station. Verbinden noch schön. So. Dann hier noch, kriegt ihr auch noch eine Station. Eine Station hier hin für euch. So. Oha, das Kreuz ist kaputt. Warum ist das Kreuz kaputt? So. Genau, so, wunderbar. Da fahren sie auch schon. Da fahren sie auch schon. Jawohl, Freunde. Sehr gut. Unser neuer Bürokomplex nimmt Formen an. Finde ich gut. So. Und ja, dann kann es einfach direkt weitergehen, tatsächlich. Ja, das Ding ist jetzt halt, das hier sind Wohnungen, ne? Wohnungen direkt neben den Bürogebäuden. Ist eigentlich uncool. Aber, wartet mal. Wenn wir das so machen. Genau, dass die sich da, dass die sich nicht anschauen. Mit den Wohnungen, genau hier. Das wird jetzt so machen. Sollte eigentlich ganz cool werden. Und, weil es halt nur, wenn die sich gegenüber sind. Na, also wenn... Wenn das jetzt hier zum Beispiel Wohnungen wären und die gucken sich gegenseitig an, sozusagen, das wäre halt nicht so toll. Aber ja, Agrarindustrie, okay. Die Straße, die aus allen Nähten platzt. Wartet, habt ihr Wasser? Ihr habt genug Wasser, okay. So, der Verkehr geht nach rechts. Das freut mich natürlich. Aber alle, was mir allerdings nicht freut, ist das hier irgendwie, dass die hier nicht sich aufbauen. Ah, sehr gut. Ich wollte schon sagen hier. Was ist los mit euch? Gut, Freunde, dann. Wie machen wir denn jetzt hier weiter? Einmal schön den Bereich hier zukleistern. Boah, ich meine, warum nicht, ne? Ah, hier wäre eigentlich eine Auffahrt ganz gut, ne? Aber geht leider nicht. Schade, warum geht das denn nicht? Hier vorne vielleicht? Nee, auch nicht. Schade. Ganz ehrlich, schade. Aber nicht schlimm, ich denke, wenn wir hier vorne eine Straße hinmachen, mit zwei Auffahrten, dann passt das. Aber dafür ist jetzt halt,
bei der Monorail ein bisschen Mist gerade. Moment mal. Moment mal. Die kommen ja hier auch gar nicht. Na doch, wartet mal, wir können ja hier einfach drunter her, genau. So, und dann. Na, das ist ein bisschen tricky jetzt gerade, das hier so platzsparend wie möglich zu bauen. Das ist einfach mal so. Aber ja, ihr seht's, ne? Hier fahren sie schon. Hier fahren sie schon her. Also, Landstraße 0. So. Na gut, dann, wie machen wir jetzt hier weiter? Ich würde vorschlagen, ein Wohngebiet wäre mal wieder nicht schlecht, ne? Um die Nachfrage nach den Jobs ein bisschen aufrecht zu erhalten. Hier, so. Das heißt, die kommen aber nur so dahin. 4, 5. So, das heißt. Naja, müssen wir hier noch einmal eine Einbahnstraße machen. So, hier hin. Dann die Monorail eigentlich ein kleines Stück vorziehen. Na, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass wir das hier so machen. Und dann so verbinden. Ha, genau. Und dass wir dann hier quasi diese Trasse wieder abreißen. So, damit wir hier schön, eine Monorail-Station für die Wohnungen hinmachen können. Meine Güte. Gut, dann machen wir hier noch Bushaltestellen hin, natürlich. Dürfen nicht fehlen. U-Bahn-Station natürlich auch nicht. So, dann das Ganze miteinander verbinden, natürlich. So, zack, ja, das wird immer besser hier. Ui, wartet mal, hier können wir ganz, das hier müssen wir halt noch erschließen alles, ne, das ist klar. So, aber hey, da kann man hier zumindest schon mal, hey, ist ja gut hier. Also scheiße, Massenkarambolage und die Gaffer, wie sie da stehen. Alter Falter, ja, das heißt hier, ja, der Bus fährt doch rein hier. Alles klar. Ja, das ist halt sehr viel gerade hier, ne? Das ist sehr viel. Da können wir nichts hinmachen, das ist das Problem. Sehr viel Verkehr hier. Können wir da nicht irgendwas ausbauen? Können wir das jetzt nicht unbedingt, ne? Aber, lass erstmal. So, 4x4. Mach mal den Rest einfach 3x3 Gebäude, kommt. Ist ja nicht verkehrt. 3x3 kann ja auch was riesig werden. Na, von daher. Ja. Genau, dann machen wir es einfach mal so. Und ja, geben wir euch wieder Grünflächen. So, hier auch. 3 Stück. So, und dann wieder Bäume. Ihr wollt ja immer eure Bäume haben hier. So. Hier dieser Verkehr halt, ne? Wie kriegen wir den runter? Das ist gerade sehr. Frage ich mich wirklich gerade. So, was haben wir hier? 1, 2 NYBT. Ja, cool. Ui, was kommt denn da rausgesprungen? Ui. Lincoln Heights Kondos. Oh, das wird wieder ein Mega-Gebäude. Oder was? Reiches Wohngebäude. Wow. Wow, ja, okay. Aber das hier auch, das sieht auch geil aus. Ich mach die mal unter Denkmalschutz. Auf jeden Fall das hier auch, weil das ist wirklich. Sieht mega aus, oder? Schau dich das an. Richtig geil.
So, Freunde, dann sprechen wir das mal ab. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt. Das Projekt hier, also mir gefällt es nach wie vor. Ich möchte es auch noch gar nicht beenden. Also, nö, wozu? So, was muss denn hier rein? Ich denke mal, hier können wir Wohnungen reinmachen, ne? Ja, hier können wir Wohnungen reinmachen. Umgeben von der Autobahn zwar, aber... So. Machen wir das einfach mal, weil, muss halt sein. Beziehungsweise wir brauchen ja halt auch mehr Einwohner, ne? Und, hier ist halt der Vorteil, man kann schön viele Wälder damit machen. Okay. Geile Musik hier. Ah, und wir verdienen weiter uns eine goldene Nase. Wir sind schon bei 72 Millionen Finanzen. Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. So, jetzt haben wir zwei Monorail-Stationen. Das heißt, wir können hier tatsächlich einfach 4x4 machen. So, das ist jetzt hier die Frage. Hier unten auch noch eine Station hin, ne? Genau, hier unten auch noch eine Station hin. Jetzt geht das Kreuz wieder kaputt. Die bauen sich da schon auf, ne? Das ist einfach krass. Und der Rest kann ja dann erstmal mit Grünflächen zugemacht werden hier, ne? Moment. Man sieht wieder so schlecht hier. Lasst mich mal bitte da reingucken. Passt aber, glaube ich. Das passt schon, okay. Dann braucht ihr natürlich Bushaltestelle und U-Bahn-Station hier. Anbindung ans Nahverkehrsnetz. Zack und zack. So, und hier können wir einfach auch durchmachen, so. Und ja, der Rest hier in der Mitte, das ist ein Geschenk, das kann leider wieder weg. Das hier auch. Das, ah, nein, da kam... Okay, gut. Alles klar. DA-Residenz. Nice. Okay. Dann können wir hier... weitere Stadtwälder reinmachen. Und hier die Straße vorne hinziehen. Ja, hier kann ich leider nicht auf die Einbahnstraßen setzen in dem Bereich, weil der halt so eng ist. Ach Mann, Leute! Hört ihr auf! Danke. Das sehe ich schon lieber. So, wow, da kommt auch schon wieder was Stylisches da. Ach, das Raketengebäude. Das sieht cool aus. So, okay. Dann machen wir hier vorne gleich auch nochmal Bushaltestelle und U-Bahn hin. Naja, wobei eigentlich müsste es hier vorne hin, ne? Der Bandagenblues schon wieder. Wer denn jetzt schon wieder? Wieder die gleichen, oder was? Wieder die gleichen. Das ist aber auch beim neuen Gebiet. Das heißt, wir müssen dann hier natürlich erstmal einen Wald machen und hier unten dann irgendwie ein Ärztezentrum. Wartet mal, das kriegen wir hin. Wartet. Das können wir hier hinklatschen. So, Ärztezentrum. Passt perfekt da rein. So. Wunderbar hier. Und ja, es geht weiter. Schön mit Wäldern jetzt alles mal zupflastern, damit ihr euch auch ja nicht hier beschwert wieder wegen der Umwelt. Also die Leute hier meine ich jetzt, ne? Nicht euch als Zuschauer. So, wunderbar. Dann haben wir das. Ja, Umweltbalken ist nicht ganz links. Das ist gut. Verkehr. Ja, ziemlich in der Mitte tatsächlich.
Der Verkehrsbalken ist ziemlich in der Mitte. Finde ich auch gut. Tatsächlich Landwirt. Oh, Landwirt brauchen wir noch mal ein bisschen was, aber ist schon okay so. Schulen sind ja da. Polizei, Feuerwehr. Braucht ihr zufällig eine Feuerwehr? Nö. Ist auch da. Okay, alles klar. Ne, cool, dann können wir hier weitermachen. Ist halt doof, dass die Straße jetzt so, ja, so suboptimal gebaut ist, sag ich einfach mal. So. Aber hey, da kommt doch schon wieder was hier. Ah, ist das geil, Freunde. Ist das einfach geil. So, aber wir müssen auch gucken. Moment, wir müssen gucken, dass wir hier eine Auffahrt noch hinkriegen, weil eine Auffahrt ist hier ganz essentiell. Tatsächlich eine Autobahnauffahrt. Da also auch nicht. Und das kann wieder weg. Ich möchte keine Geschenke, es tut mir leid. So. Da können wir das hier so wieder verbinden. Ich hoffe, dass das noch klappt hier. Ja, danke. Aber die Monorail ist dann halt in der Sackgasse, ne? Gut, dann ist das jetzt erstmal nicht mehr anders zu regeln. Dann ist das halt so, also sagen wir es mal so, ne? Dann ist das halt so, dass hier die Monorail in einer Sackgasse endet. Aber ist ja nicht verkehrt. Also es ist ja auch noch okay, sag ich mal. Immerhin haben wir hier unsere Abfahrt. Das ist das Wichtigste. So, da kommt hier unten dann direkt daneben Bushaltestelle und U-Bahn-Station. So, U-Bahn. U-Bahn. Natürlich verbinden, ganz klar, direkt. Ach, und die Folge ist gleich schon wieder voll, ey. Das ist wirklich... Es ist heftig. Es ist einfach heftig. So, dann kriegt ihr hier schön euren Wald. Auch wenn das ziemliche Platz, ja, Verschwendung ist. Aber nun gut. Was bringt uns halt eine vollgebaute Stadt, wenn die Gebäude nicht funktionieren, ne? Richtig, nichts. Jetzt hört doch mal auf mit euren Geschenken da. Mensch. So, meine Güte. Da kommen halt Villen hin. So, und dann machen wir jetzt nochmal hier mal 4x4. Ja, und dann können wir hier was reinziehen. Eine Straße rein. Ja. Und hier können wir sie miteinander verbinden. Ha! Kann man nicht zufällig eine Auffahrt? Ne. Das ist schade. Aber das ist okay. Mach das mal weg. So. Was habt ihr mit euren Geschenken hier immer? Ja, Butz. Die Sounds. Echt liebevoll. Hallo. Mensch. Danke. Lass das doch einfach stehen, mein Gott. Lass dieses Gebäude doch einfach stehen. Und dann machen wir jetzt hier auch nochmal 3x3 Gebäude. Hier unten Bus und U-Bahn hin. Bushaltestelle U-Bahn. So. Noch kurz miteinander verbinden. Sehr gut. Also das läuft wirklich gut. Muss ich sagen. So. Gut. Mein Gott. Wir haben es schon wieder voll. Unfassbar. Gut, aber es ist auch schon... 12:30 mittlerweile, also. Ja, ich muss mich mal langsam ins Bett machen. Ja, wobei, ich habe Urlaub, also eigentlich nicht. Ja, dann macht hier noch mehr Parks hin. So, wie sieht's, dann gucke ich nochmal ganz kurz. Wie sieht's mit dem Verkehr hier aus? Verkehr. Alles grün. Alles grün hier unten. Ja, es ist gut.
Ja, also überwiegend ist das echt gut, was mit dem Verkehr hier ist, ne? Nur halt im Zentrum. Aber das ist auch viel U-Bahn. Also passt schon, ganz ehrlich. Also ja, genau so. So will ich das haben, Freunde. Und gut, dann machen wir jetzt als letzte Aktion noch mal kurz hier die Monorail. So, ebenerdig. Shit, das geht nicht. Aber hier vielleicht noch. Ja, okay, das geht aber. So, da müssen wir halt so gucken, dass wir das so hier hinkriegen überhaupt, ne? Wartet mal. So, das kriegen wir hin. Kriegen wir hier eine Monorail drüber? Ah, danke. Danke, das ist zu gütig von euch hier. Ja, sehr gut. Okay. Alles klar, wir kriegen die Monorail hier rüber. Ganz wichtig, dass wir zumindest eine Monorail-Verbindung hier haben. Und genau, liebe Freunde, würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Ey, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, so machen wir aber den Nachtmodus. Wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.